Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hades. So, wir haben im letzten Part wieder eins auf den Arsch gekriegt. Na, jetzt nichts Neues hier, aber gut, ne? Das müssen wir alles aushalten können. Wen haben wir denn da? Hypnos und Dusa. Die alte Medu. Oh, hey there, Dusa. How's your endless toil treating you? Mr. Hypnos, do you maybe think that you could, you know, keep an eye on the procession line before Lord Hades... Like you were supposed to. Oh, that's no problem. I can definitely do that. I'll just add it to the list. Good then. Glad we had the chance to chat. Now, maybe get some sleep or something. You look pretty beat. Get on it, Hypnos. Ja, ne? An die Arbeit. Oh, man. Oh, tough luck. Oh, so ein Pech. Ba, 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 ba. Ich könnte mich bei Daddy einspeicheln, aber nee, sorry. See, you've decided to come home. Changed your mind yet? Or looking for more pain and suffering? More pain and suffering for sure. After all, you taught me to appreciate the finer things. You keep telling yourself that, boy. But mark you my words. Sooner or later, this life that you have chosen for yourself shall teach you I was right. Good talk. Good talk. Ja, Geschichte. Wird schwer. Ich kann Hundi es geben. Natürlich. Look what I got for you, boy. As one of Cerberus's heads receives the prince's gift, another muzzles something back into his hand. Thank you, boy. Ooh, nice. Nice, ich hab Hundi Herzchen gekriegt. Oh, geil. Hundi! Natürlich kriegt Hundi das. Na, Hundi kriegt gutes Zeug. Hundi wird verzogen. Happen to know whom I should thank for the weapons just outside my chambers, Achilles? I'm sure I wouldn't lad. Though if I happen to run into them, I'll let them know. Mhm. Danke. Danke, wen auch immer dieser gönnige Spender war. Na? Schauen wir mal. So, dann gucken wir mal. Haben wir hier ja noch... Wir haben Handelsmöglichkeiten. Ja, nee, das ist nicht unbedingt was Geiles. Hier ist auch nichts Neues. Gucken wir mal. Nichts must be someplace else. Ja, deine Mutti scheint da nicht gerade was mit zu tun haben. What are those shades muttering about? Bla 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 bla. Das machen sie hauptsächlich. I want to go lie down. Kann man? Man kann sich tatsächlich ausruhen. It is the dead of night, or the approximation of it in the realm of Hades. Prince of the Underworld, Zagreus, rises from a fitful slumber, with much mischief on his mind. Mischief? Me? I was just going to have a little look through Father's stuff. Nice. All is quiet at this time. Ever-dreaming Hypnos put a spell upon the house, as willful Zagreus had asked of him. All are fast asleep, save for the prince. It is exactly as he planned. Lower your voice, old man. I'm trying to be sneaky here. Ah, den kann man was betrachten. Ventures toward the stately throne of his lord father, half expecting to be caught, but ill expecting what he is about to find. I said, shut up, old man. In der Tat, halt die Klappe. He does not know exactly what he seeks. He only knows that something always has felt off to him, that he does not belong. Who is he, really? Lord Hades never would indulge such questions. So Prince Zagreus would find out for himself. I'm not listening. He rifles through his lord father's possessions. There is not much of any import there.
ledgers and administrative parchment work. Correspondence from Olympus which he had ignored. No trace of any reference to his son. Mm-hmm. But then, there is the note. Written finally in a hand and voice the likes of which the prince had never seen or heard. Hades, I can no longer tolerate my life here in this place. So I'm leaving, even if it kills me. I won't be returning to Olympus. If there is a place where I belong in this world, it must be somewhere between heaven and hell. Perhaps it's on the coast and has a little garden. Take care of Cerberus. I shall miss him. Persephone. Persephone war seine echte Mutter. Das war, jetzt war's. Sie hat sie nicht umgenannt. Nyx ist nicht seine Mutti. Persephone, die Göttin der Ernte. Darum liegt auch der Zweig da. Ah, wusste ich's doch. Ich wusste doch, dass da noch irgendwas war. Dass das nicht seine echte Mutter ist. Aber gut. Ne? Thus did Prince of the Underworld Zagreus absorb the contents of this hidden letter, written in his mother's hand. Wusste ich's doch. His mother's hand. My mother's hand? Wait, what? You're saying this Persephone, that she's my mother? But father always said that Nyx was that liar. He lied to me. They both did. All my life. Thus did the prince discover, inadvertently, the well-kept truth about his lineage. Entirely by chance, this did occur. Entirely by chance. Persephone, the one-time queen of all the underworld. Where had she gone? And why? Engulfed by newfound questions and his rage, the prince decided to confront his lord and master. You... why? Du hast was zu erklären? You're... Nyx, you're not my mother. All this time, you and my father, you lied to me? Oh, my dear child. So now you know. So now you know. But only half the truth. I can explain the rest, so please. It never was my wish to hurt you. Mother, I wonder, will you even remember me? Nyx, dreckiges Geheimnis! Ich wusste doch, dass da irgendwas anders ist. Persephone war da. Ich hab mich bloß immer nie an den Namen erinnern, weil, nun ja, ne, ich bin scheiße im Namen. Persephone war das tatsächlich. Göttin der Ernte wurde entführt, genau. Das war, by the way, auch Zeus-Ding. Na, das wird auch noch lustig. Wie sie das erklären, ne? Dass dieser Big Bro, ne, der Chef selber, das akzeptiert hat, dass die, ne? Geschichte von Olymp ist sehr interessant. So, was machen wir nun? Teil deiner Gesundheit zurück, wenn du eine Kammer verlässt. Na, ich möchte exakt noch ein bisschen auf den großen Ding sparen. Na? Sah jetzt so aus, als wäre es interagierbar, weil es so gelb aufgeleuchtet hat, aber nee. Nyx dreckiges Geheimnis. Damit habe ich schon mal einen Titel für den Part. Sehr schön, in die ersten 8 Minuten. Länger gucken die meisten Leute auch nicht so, ne? In der Regel. Ne? Algorithmische Wahrheit. Streicheln. I mean, old father's nice to you, but next to your new boy. Schmust! Ganz wichtig. Hast du was zu sagen dazu, dass ich, ne? Okay, das posaunen wir jetzt hier nicht herumher, ne? Schade. Next. Ich habe ja auch nichts zu kaufen, das heißt also, es geht weiter. Gut, dann gucken wir uns mal das neue Spielzeug an, das wir freischalten können. Mhm. Skelly. What's up, boyo? Sag bloß, ne? Hitting a wall out there, boyo? Hey, I know the feeling. You just keep at it, though. You're getting tougher, getting smarter. Between the two of those, I'm thinking you'll pull through soon enough here. Appreciate it, Skelly. Appreciate it, indeed. So, ich könnte jetzt mir das Schild holen. Oder ich könnte auf dem Speer warten.
da. Ich bin ja so ein Fuchs, der halt immer spart, bis das teure Zeug kommt, und das Kleinkruschen nebenher holen. I know you're out there, Mother. Ich glaube, ich warte immer. Ich glaube, ich schalte das den Speer als erstes frei. Vor allem, weil das Schild kann ich mir jederzeit leichter holen. Na, also ich bin ja so einer von den weirden Gamern, die das teure Zeug sich ansparen. Dann halt eben das billige Zeug dann so nach und nach immer wegkrallen, sobald das teure Zeug bezahlt wurde. Ne? Aber das ist nicht mit jedem Game gut. Ne? Viele Games machen das auch so, dass du das ganze billige Zeug abnehmen sollst, damit du schnell, also abkrabbeln sollst, damit du das teure Zeug schneller bekommst. Aber ja, ne? Ich bin jetzt nicht so ein Defensive Player. Ready as I'll ever be. Family. Death is your only family. Death and I. Best get accustomed to the both of us. Oha. No, not on your life. Das kann lange dauern. Ui, die kennen wir, die Dame. There's only one heavenly archer I know of. Well, several, really. Anyway, in the name of Hades, Olympus, I accept this message. I heard about you. Look, I'm not like all the others on Olympus. The power of the hunt helps keep me company, so maybe it'll help you too. The power of the wild hunt. Na, dann gucken wir mal. Ne, dein Angriff ist kraftvoller durch deine 50% Chance, kritischen Schaden zu verfügen. Nicht uncool. Speziell kein Kraft für einen kritischen Schaden. 20% ist nicht uncool. Spurangriff. Ne? Spurangriff bin ich jetzt nicht so begeistert von, muss ich ehrlich sein, weil den benutze ich relativ selten. Ich glaube, ich nehme den 20%igen kritischen Schaden. Wobei, nee. 15% kritischen Schaden für den normalen Angriff nehme ich. The power of the hunt sounds like good company to keep. Ja. Der macht zwar nicht so viel Schaden auf einmal, aber was er tut, ist, er schlägt oft genug zu. Und dann ist 15% tatsächlich schon, ne? 100 Schläge machst du mal schnell. Und wenn 15 davon kritisch sind, ist das schon mal nicht ungeil. Vor allem 200% Schaden, ne? Und da habe ich den Key auch schon für das nächste Teil, ne? Für den Speer. Der könnte interessant sein. Oh ja, das macht, das gefällt mir. Das gefällt mir sehr. Sehr nice. Good enough to eat. Okay, von Angriffsschaden 28. Bäh? Ich kriege also nicht eine höhere Crit-Chance. Moment, irgendwie verwirre ich mich das. Also versucht mir das mal kurz gerade zu erklären. Dein Angriff ist kraftvoller und hat eine 15%ige Chance, kritischen Schaden hinzuzufügen. Angriffsschaden 20% auf 28%. Ach, der macht nicht nur zusätzlich kritischen Schaden. Also ich habe nicht nur eine erhöhte Crit-Chance, sondern ich habe auch einen höheren Schaden. Oh, das nehme ich gerne. Oh, das gefällt mir sehr. Nehme ich gern. Das nehme ich gerne. Dann gibt es ein bisschen mehr Schnitzel dieses Mal. Ja. Ja. Oh ja. Das brezelt gut. Das brezelt gut rein. Brimstone! Muss instant weggedrescht werden. So. 95, das ist schon mal was, ne? Gucken wir mal, ist hier sonst noch irgendwas an Auswegen? Ah, ich könnte ein Upgrade oder Geld? Ne, Geld kriege ich. Ich bin gerade am Anfang vom Run, das heißt, also ein Upgrade ist mir lieber. Hat einen deutlich besseren Payout. Ja. So, come on. Wunderbar. Let's see what I can do with this sword. Dein Spurangriff trifft zweimal und fügt 20% mehr Schaden an. Ui.
Das ist schon, ne? Das ist schon geil. Ein Angriff wird zu einem großen Hieb und 90% Schaden. Oh, das ist schon geil. Und 90 Basisschaden ist hardcore, ne? Dein Angriff stellt 2 Herz pro Treffer wieder her. Aber dafür hast du 60. Das ist schon geil, aber 67% ist schon ein bisschen sehr dürftig. Vorher jetzt am Anfang, ne? Also ich nehme lieber den erhöhten Basisschaden. Jetzt haben wir wieder diesen Hochkant. Na? Okay, nehmen wir einen Laden. Oder nee, ich habe noch nicht genug Geld. Das heißt also, ne? Weiter. Erstmal Erfahrung. Alter, ich mache gerade DPS, das ist nicht mehr feierlich. Schau dir das mal an. 400 Schaden Crit, ne? Immer wieder mal. Ich mache mit meinem normalen Angriff schon fast so viel Schaden wie mit einer Spezialität. Hoi. Das brezelt gut ins Gesicht. Ich könnte mehr Leben gebrauchen. Ja, ich mache lieber Tanky anstatt mehr Damage. Weil Damage habe ich jetzt schon ganz gut. Also ich kann jetzt schon DPS austeilen. Das tut schon, ne? Das brezelt schon gut ins Gesicht. Schau dir das mal an, ne? 150 Schaden, ne? 195 ist halt... Na? Das ist... Das ist schon fast gegen die Genfer Konvention. Na? So, was haben wir denn hier? Geld von... Oder ein Bussi von der Lieben. Was haben wir denn hier noch? Dein Wurf fügt 50% mehr Schaden zu und den Wurf benutze ich relativ selten. Erst Bewegungsgeschwindigkeit. Bewegungsgeschwindigkeit wäre geil, wenn ich damit umgehen könnte. Die Chance, dass du getötete Gegner Objekte fallen lassen. Ja, drei Scharmützel. Nee, dafür rentiert sich's nicht. Da ist auch, glaube ich, ein Bossfight mit dazu. Dann probieren wir es mal, ne? Time to break you to bits. So. Immer die Kleinen erstmal besiegen. Die machen nämlich gut Damage mit. So. You're free, tortured souls trapped in a crystal thing. Ja, Thingamajig, ne? You're going to love it on Olympus, little godling. The air is beautiful and brisk, the gardens lush, the feasting plentiful. Why, it must be the opposite of everything to which you are accustomed. Weiß nicht. Weiß nicht. Oh, wir haben epische Sachen, geil, ne? Dein Angriff fügt mehr Schaden zu... Oh, noch mehr... Ne, Moment, aber das ersetzt was, ne? Ersetzt tödliche Attacke. Nee, sorry, das... Bei 90%... weiß nicht. Okay, dein Spurt fügt den Ausgangspunkt Schaden und Schwäche hinzu. Deine Angriffe von Feinden in der Nähe können dir etwas weniger anhaben. Immun gegen Gegner. Alter, das ist hardcore. Ne, 15% weniger Schaden. Oh, das ist schon geil, ne? Oh, das sind beides gute Sachen. Alter, was nehme ich jetzt? Ich kann mich exakt nicht entscheiden. Habe ich eine Münze hier? Nee, habe ich nicht. Schade. Ich habe keine Münze. Der Fix. Ich habe ein Radiergummi, auf den könnt ihr was draufschreiben. Nee, das lasse ich mal. Ich glaube, ich nehme die Immunität. Beautiful. Wunderschön, ne? Aber gut, ne, das ist, mit dem Arsch kann man, ne. Das ist alles dann wunderschön. So, Brimstone. So, hier. Instant zerknüppeln. So, wo haben wir den anderen? So. Brimstone! So. Alter, das Ding hält was aus. Jesus, die mit Schilder sind echt hart. Alter. Das hat jetzt wirklich wehgetan. Wo ist das Ding? Ah, da ist das Ding.
Aha. Komm her. Sehr schön. Hat mir zwar ein bisschen Leben gekostet, was mir so überhaupt nicht gefällt, aber hm. Okay, wir könnten einen Apfel oder noch so ein Bussi bekommen. Was machen wir jetzt nun? Also Level 3 von dem Schaden wäre schon nicht uncool. Aber sie ist auch so ein bisschen Defensive-Sachen, ne? Die könnte auch ein bisschen Leben dazu und bei Herzchen und so weiter, ne? Die Logik der Frommen. Na, ich glaube, ich nehme bei ihr. Ich gamble da mal darauf, dass sie ein bisschen Defensive-Sachen hat. Ah, da sind die Kollegen. So. Okay. Alter, 400 Damage. Alter, Mac wird sich freuen. Ne? Kriegt sie erstmal was. Kriegt sie erstmal so einen Handkantenschlag, wenn ich. Also vorausgesetzt, ich komme da hin, ne? Sieht gerade so ein bisschen eher schlecht aus. Komm her! Komm her! Lady Aphrodite. Olympus, I accept this message. So, ein Wurf. Na, das ist ein Wurf, war jetzt nicht so geil. Deine Spurt fügt aus dem. Spurt. Nachdem du verletzt wirst, verletzt dein Gegner in der Nähe. Oh, das könnte ich noch. Das könnte noch nützlich sein. Ah. Bussi von der lieben Aphrodite, ne? Das aphrosiert schon sehr, ne? Gut, dann gucken wir mal, ne? Brimstone! Komm her! Mein Freund! Brimstone muss weg! Instant vernichten! So. So, komm her. Meine Freunde, kommt her. So. Aua. Bin mitten reingelaufen. Ich sollte das ausnutzen, dass ich sprinten kann. Da war ja was. So. Ah, gut, da ist ein Leben. Das ist mir gerade recht, muss ich ehrlich sein. Aber mir wäre auch ein bisschen mehr Leben recht, weil... Ja, ne? Gerade brezelt schon ein bisschen gut rein. Oh, Mann. Bullet Hell! Aua! Muss das sein? Kameraden. Easy. Komm her. Do your worst. Oh, Brimstone, weg damit. Brimstone ist die Hölle, hä? Nein, ich bin gestorben. Das ist jetzt hardcore kontraproduktiv, sage ich nur. Ich hätte jetzt eigentlich... Ich hätte jetzt hier noch Leben auf... Gerade um das Schmückele schaffe ich es nicht. Das heißt, also ich brauche die Leben. Da komme ich nicht drum rum. Ah gut, dann kriege ich ein geiles Upgrade. Delicious. Okay, dein Angriff wird kraftvoller und 15... ja... Ich glaube, ich nehme davon die nächste Aufrüstung. Das sieht nämlich schon ein bisschen geiler aus. Mhm. Vor allem, ich habe jetzt einen Gegner, der nur ein Ziel ist. Das sollte ein bisschen besser sein. Gut, dann wieder auf zu Mac. Die alte Tunde. Can't get rid of me, Mac. So schnell nicht, ne? Ah, das ist eine Sache der Übung. While that's probably the case, maybe I will this time. Ich habe unendlich viel Zeit. Ne? Du musst die ganze Zeit gewinnen. Ich muss nur einmal gewinnen. Keep telling yourself that.
Maybe it'll help take your mind off the pain that is to come. Ja, ich sollte mehr ausweichen. Nein, 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 nein. So. Aua, das war eine schlechte Idee. Nein! Ah, ich bin aber deutlich weitergekommen. Ja, das ist nicht einfach mit ihr, ne? Die alte Mac. Well. Wir werden noch ein bisschen leveln müssen dafür, mein Kleiner. Noch ein bisschen mehr. Und Hypno, ist die Liste kürzer geworden? Hey, you keep dying. You happen to run into my brother anywhere out there by any chance? I haven't seen him in ages. What's with the long assignment? Something about a war. Father sent Thanatos to take stock, but you're right. It's been a while now that you mention it. I guess a lot's occurred down here since then. Schrövinger. I'll say, the lounge reopened. Let's see, what else? Anyway, you see my brother out there? You tell him we've got everything here under control. Everything under control. Sure. Hundi ist weg. Wo ist Hundi? 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 Wo ist Hundi? Ah, gut, dann müssen wir mal über Mutti sprechen. Blood and darkness. But this place is falling apart. Nobody works an honest day down here. Father, everybody's dead. Give them a break. What would you even know of honest work? At least the wretched dead yet honor me as Lord. I cannot. Hey! Hey! Das habe ich nicht abgebrochen. No sign of Cerberus for now. Der wird wahrscheinlich irgendwo in der Unterwelt herumgurken. Your Highness. Ich weiß nicht, warum er das ab und zu abbricht. Das kotzt mich persönlich ein bisschen an. Vielleicht muss ich mal gucken. Achilles, have you ever run across the shade of Daedalus in all your time? I found some. I've never met him. Your father keeps him fully occupied with building out his underworld and renovating constantly. No wonder some of his old crafting tools are strewn about. I take it you've been able to make use of them. Indeed I have. Mhm. Also mich kotzt das auch an, dass die ganze Zeit abbricht. Ich muss das mal gucken. Ich habe so die leise Vermutung, dass das irgendwas mit der Bluetooth-Verbindung von meinem Controller ist. Na, nicht ganz, Mutti. Sprich mal mit mir. I have to ask you something. Are you certain that my search isn't in vain? My mother. What if she's gone? Your mother yet lives. There can be no other explanation. For if she did not, she would be with us. Here. She was. Da! Turned out okay. Okay, ich muss mir das noch einmal angucken. Sorry, Leute. Mhm. Hier ist nix. Ich dachte, ich sehe ja auch nicht recht. Hi, Your Highness. I just wanted you to know that if you do get out, we are going to miss you around here. Okay. So, bye. Thanks. Ah, sei doch ein bisschen netter zu der, ne? Schuffelt sich hier ab und du. Olli Teenies. Kann man hier. Gucken wir mal, ne? Erstmal gucken, was es hier noch so gibt, ne? Wir müssen jetzt erstmal Level Up und Stuff gucken. Also, ich, wie gesagt, ich spare noch ein bisschen darauf hin, weil. Nun ja, eine zweite oder noch eine zweite Chance ist schon nicht ungeil, ne? Und wir sind noch. Ja, ein Fünftel haben wir schon, ne? Also 20% haben wir davon schon. Was heißt, ich guck mal. Ich guck mal. Can't sleep. Ach, verdammt. Was hast du zu sagen? If you're having a rough time out there, boyo, you just remember something. You're a god, all right? Way tougher than you think. They give you trouble, you just turn on god mode and you let them have it for me.
Es gibt ja im Menü diesen God-Modus. You act as though this God mode is some sort of lever I can simply switch at will if ever I wish to unlock my latent strength there, mate. Exactly, pal, that's it. God-Modus in den Einstellungsmenü verfügbar. Tatsächlich. Zeigen Sie mir das ja, Göttermodus, genau, ne? Kann ich den jetzt hier? Indem du diesen Göttermodus bist du sofort zäher und mit jedem Ableben steigt deine Zähigkeit weiter. Der Tod ist in der Unterwelt keine große Sache. Versuche dies, wenn du nicht recht weiterkommst und du dich auf die Story konzentrieren möchtest oder warum auch immer. Sollen wir das mal ausprobieren? Nope, couldn't feel a thing. Ah, es macht schon deutlich mehrer Schaden, ne? Aber sollen wir das mal ausprobieren? Was die Runde? Mach ich das mal rein aus Gaudi, weil wenn mir das Game schon das sagt, dass ich das tun soll, dann probiere ich das mal aus, ne? Rein aus Neugier. Varatha, the eternal spear, join my pursuit. Boah, das Ding ist böse. Okay, ich kann es zurückholen. Halte. Aha. Okay. Ah, das Ding, das könnte mir gefallen. Ah, das Ding könnte mir gefallen. Was haben wir denn hier Neues? Du hältst 25 Lebenskraft. Von Cerberus. Ah, das ist schon geil da. Might help. Ja, probieren wir den Göttermodus mal. I won't be stuck here all my life. Who knows, my friend. Ja. No turning back.